Shifty Shellshock. Ein bewegtes Leben voller Musik und Kampf. Die Musikwelt trauert um einen ihrer schillerndsten und zugleich gequälten Charaktere. Shifty Shellshock, Frontmann der Nu-Metal-Band Crazy Town, ist am 24. Juni 2024 in seinem Haus in Los Angeles verstorben. Er wurde nur 49 Jahre alt. Seth Binzer, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, prägte mit seiner unverwechselbaren Stimme und energiegeladenen Performance den Hit Butterfly, der im Jahr 2000 die Charts weltweit eroberte. Crazy Town, die 1995 in Santa Monica gegründet wurde, verkörperte den Zeitgeist des aufstrebenden Nu Metal und mischte erfolgreich Elemente aus Rap, Rock und Funk. Butterfly war jedoch nicht der einzige Erfolg der Band. Mit Alben wie The Gift of Game 1999 und Dark Horse 2002 landeten sie weitere Hits wie Black Cloud und Drowning. Shifty Shellshocks markante Stimme und sein charismatisches Auftreten auf der Bühne machten ihn zu einem Idol für viele Fans. Doch hinter der glänzenden Fassade des Rockstars verbarg sich ein Mensch, der mit Dämonen zu kämpfen hatte. Shifty Shellshock litt jahrelang unter Alkohol- und Drogensucht, die ihn immer wieder in die Schlagzeilen brachten. 2008 nahm er an der Reality-Show Celebrity Rehab teil, um seine Sucht zu überwinden, doch der Kampf sollte ihn sein ganzes Leben lang begleiten. Im Jahr 2023 machte erneut eine negative Nachricht die Runde. Shifty Shellshock wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Es schien, als könnte er sich nicht aus dem Griff seiner Sucht befreien. Am 24. Juni 2024 fand man ihn dann leblos in seinem Zuhause. Die Todesursache ist noch unklar, doch es liegt die Vermutung nahe, dass seine Drogensucht eine traurige Rolle gespielt haben könnte. Shifty Shellshocks Tod ist ein Verlust für die Musikszene, aber vor allem eine Tragödie für seine Familie und Freunde. Er hinterlässt zwei Söhne, Halo und Gage, die nun ohne ihren Vater aufwachsen müssen. Shifty Shellshock wird in Erinnerung bleiben als ein talentierter Musiker mit einer unverwechselbaren Stimme und einer bewegten Lebensgeschichte. Er war ein Rockstar, der auf der Bühne brillierte, aber auch ein Mensch, der mit seinen inneren Kämpfen zu ringen hatte. Sein Tod ist eine Mahnung, dass auch hinter dem Schein des Erfolgs oft zerbrechliche Seelen stecken. Ruhe in Frieden, Shifty Shellshock.